Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Detroit Become Human. Mit dem guten Marcus. Und er ist auf dem Schiff Jericho. Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Sich verstecken, nur um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Vielleicht war ich nie wirklich frei. Vielleicht war ich nur, wie mein Meister mich haben wollte. Und jetzt muss ich entscheiden, wer ich wirklich bin. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Na, wenn du das sagst. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Bräuchte man ein neues Oberteil? Na, wer bist du denn? Bin in einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an einem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. So. Wie viel von den Tonnen gibt's denn? Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Na, dann entzünden wir halt erstmal noch die ganzen Tonnen, dass hier ein bisschen Licht in die Bude kommt. Kiste bereits geleert. Hm.
da sind Beine, Arme und alles drin, ne? Boah, der ist aber groß. Oh. Wäre vielleicht nicht so klug. So. Du bist wahrscheinlich die Lucy, hä? Na. North. Was ist früher deine Funktion gewesen? Das ist doch egal. Oh, Entschuldigung. Bist du eine Zicke, hä? Huh? Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Alle hier brauchen Ersatzteile und blaues Blut. Warum hat das noch niemand besorgt? Das ist nicht so einfach. Wir können ja schlecht im Cyberlife-Geschäft einkaufen. Und niemand will riskieren, Jericho zu verlassen. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Okay. Kann die Luzi ja nur noch da hinten sein, die Luzi. Na guck mal, da haben wir eine Tonne vergessen anzumachen. Ach, die geht gar nicht? Okay. Luzi! Ah. Was? Das Kind? Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus. Ob das dann auch der Sinn und Zweck ist? Ich weiß nicht. Wo ist jetzt die Luzi? Was für ein Safe hier? Aber den kann ich nicht mal untersuchen. Der wäre aber interessant. Ja. Ach, hier. Sie wird die Luzi sein. Genau. Da fehlt aber ein bisschen was, ne? Bist du Lucy? Boah, die Augen. Oh, wow. Setz dich. Oh, wie freundlich. Ich würde aber lieber stehen. Wie geduldig bist du, Lucy? Sie tut halt einfach mal nichts. Naja, dann setzen wir uns halt mal. Zeig mal. Ja, hier. So. Ich stoppe die Blutung.
Habe Dank. Trink das. Blaues Blut. Gib mir deine Hand. Will er nicht mal was sagen? Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Feuers. Na cool. Ich bin für Licht, Schatten ist so dunkel. Also, komm. Weiter geht's. Was soll ich jetzt machen? Unterbreite Simon einen Plan. Simi! Da bist du doch. Aufwachen. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Bin dabei. Yeah, Chaka. Zeit zu entscheiden. Oh, geil. 100% abgeschlossen. Juhu. Ja, gut. Da war jetzt auch nicht so viel. Na, aber immerhin. Haben wir das auch mal geschafft. Alle neutral. Öffentliche Meinung weiterhin skeptisch. Alles klar. Wenn euch die Folge Zeit zu entscheiden gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like da. Und ansonsten, wie immer, hoffe ich, dass ihr wieder einschalten werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr schaut. Und stay tuned. Bis bald.